Moin, Leute. Zuallererst ist bitte nicht drauf schauen. Ich habe so einen komischen Erkältungspickel bekommen vom Silvester-Vlog. Ja, aber heute geht es nicht um meinen Pickel, denn heute geht es um ein Statement, was ich halten muss, weil es eskaliert langsam. Und zwar geht es um den 24-Stunden-CEO-Marathon. Der CEO-Marathon ist jetzt mittlerweile fast 3 bis 4 Monate her und was soll ich sagen? Ich kriege bis heute immer noch Nachrichten. Hey, ich habe gerade den CEO-Marathon gemacht, da Köln vorbeischaust. Ja, Mann, ist ja voll schwer. Ja, ich habe auch einen gemacht. Schau mal hier das Video. Leute, bitte hört auf. 24 Stunden CEO-Marathon zu machen. Ich, Spasti, hab es legit aus Langeweile gemacht. Ich habe Zeit gehabt, ich wollte eh Marathon in 24 Stunden Stream machen. Why not? Why not? Netox hat's gemacht, weil es war dann der zweite, weil er fand's okay, cool. Aber jetzt schreiben mir Leute halt jedes Mal unter meinen 24 Stunden CEO-Marathon Video, dass sie es auch gemacht haben. Und ich war schon bei vielen Leuten noch dabei im Stream. Es sind jetzt mehr als 5 Leute, die einen 24 Stunden CEO-Marathon gemacht haben, wegen mir. Und ich finde es natürlich toll, dass ihr sowas macht. Das war ja irgendwie meine Idee oder irgendwas. Ihr habt es ja durch mich gemacht. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool so. Aber ich glaube, die meisten Leute machen das nicht aus Langeweile oder Spaß. Die haben einfach nur gesehen, hey, CEO hat darauf reacted. Ich habe dafür 700 Abonnenten bekommen. Ich mache das auch. Weil alle, die das gemacht haben, 19 Abonnenten, 60 Abonnenten, 100 Abonnenten. So. Leute, bitte macht diesen Marathon nicht. Leute, macht diesen Marathon bitte nicht mit Intention dahinter, dass CEO euch pusht. Weil ich sehe so oft, die Leute machen das einfach nur, um von CEO gepusht zu werden. Ich meine, okay, wenn er es macht, gerne. Ich gönn's euch vom Herzen so, wisst ihr? Ich meine, aber die Leute denken halt einfach, hey, bei Donny hat's geklappt, bei Netox hat's geklappt. Ich mache jetzt einfach auch ein und ja, CEO pusht mich easy. Ja, man, pff, egal. Aber dann halt selber dann halt am Ende halt dann nicht böse gemeint, aber halt dann so ein 0815 Content bringen. Ich meine, die meisten, die das gemacht haben, haben halt echt keinen guten Content gehabt. Ich meine, okay, ich lerne auch noch, also ich hab's auch nicht gerade geil so, aber ich meine, wenn ihr mit dem Zug dahinter geht, mit von CEO gepusht zu werden, müsst ihr auch irgendwas haben, damit Leute auch bleiben. Und wenn ihr halt, keine Ahnung, mit einem iPhone 5 ist da abfilmt und euer Mikrofon halt klingt, als wäre es vom Aldi-Headset, dann bringt es euch auch nichts. Und mit den Intentionen dahinter, diesen Marathon zu machen, nur um von CEO gepusht zu werden, ist einfach falsch. Ich kann's echt nicht sagen. Ich gönn's euch vom Herzen, wenn ihr gepusht werdet, aber macht es bitte nicht mit der Intention dahinter, dass CEO euch pusht und ihr dann plötzlich das YouTube an nicht schmeckt. Ich meine, ich verdiene nicht mal Geld mit YouTube. Mir schreiben so viele Leute in die Kommentare, hey, ich hab's gemacht, schau vorbei, hey, ich hoffe, CEO macht das, hey, wir machen überall Werbung, bam, 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 bam. Leute, bitte. Macht es nicht mit der Intention dahinter, dass CEO euch pusht. Macht es, wenn ihr wirklich machen wollt, einfach aus Joke, aus Spaß. Ich meine, es ist auch irgendwie noch ein bisschen gesundheitsschädlich. Ich meine, nach dem 24-Stunden-CEO-Marathon musste ich mich von der Schule abholen, weil ich komplett branded war und meine Finger gezittert habe und ich nicht mehr klar denken konnte. Und es machen jetzt wegen mir, machen es jetzt so viele Leute mit Intention dahinter, dass sie halt von CEO gepusht werden. Macht das bitte nicht. Ja, was soll ich dazu sagen? Also Leute, bitte hört auf, 24 Stunden CEO-Marathons zu machen. Ja,
Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, das größte Bewertung da. Ich werde jetzt ab jetzt mit Zeitplan streamen und Videos hochladen. Hier sind meine zwei Zeitpläne. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich streame jeden Freitag, Sonntag und Dienstag. Und jeden Montag und Donnerstag kommt ein Video online. Und ja, also das ist ein Zeitplan. Ich streame auf Twitch. Wie gesagt, jeden Freitag, Sonntag und Dienstag. Kommt, geht vorbei. twitch.tv/yt. Ich finde es einfach witzig, dass so einen kleinen Trend gestartet habe. Haut rein. Dani. Ciao.